Ne? So, also, nur eben kurzen Hinweis. Ich mache zwischendurch immer mal wieder Aufnahmepausen. Mein Computer kann nicht so gut schneiden, beziehungsweise ich habe im Moment nicht, ne? Ihr kennt das, vor Weihnachtszeit nicht so viel Zeit, das nochmal aufwendig nachher zu schneiden für YouTube. Und nö, dann mache ich das eben so hier. Okay, es gibt irgendwie ein... Boah, kriegst du immer so Post, ey. Die Machtstoßgeschichte. Die Dina fragt gerade, ob wir diese Machtstoßgeschichte nicht schon von Anfang an machen kann. Also ich habe gerade gesehen, dass man das nur machen kann, wenn das so blau leuchtet. Aber sicher weiß ich es nicht. Das kann sein, dass das schon von Anfang an der Fall ist. Oh, was gibt's denn? Gildenflaggschiffe. Hallo, es ist mir eine Ehre, euch schreiben zu dürfen. Flottenadmiral Aigo hat mich gebeten, seine vorherige Nachricht um ein paar wichtige Informationen zu ergänzen. Im Rahmen unseres Bestrebens, unsere Vorherrschaft durch planetare Eroberung zu sichern, wurden Gilden in der ganzen Galaxis autorisiert, ein Flaggschiff bei der Republik zu registrieren. Gildenflaggschiffe verstärken die Erträge für planetarische Eroberung und ermöglichen eurer Gilde verschiedene Vorteile, darunter Ressourcenteilung und Schnelltransporte zur Position anderer Gildenmitglieder. Falls ihr noch keiner Gilde beigetreten seid, empfehle ich euch, das nachzuholen. Und wenn ihr bereits Teil einer Gilde seid, aber noch kein Flaggschiff habt, hoffen wir, dass ihr zusammen auf eines hinarbeitet. Vielen Dank für eure Zeit. Nee. Finde ich ja nett, dass du mir so ein Angebot machst. Aber ich muss tatsächlich gestehen, ich spiele echt wenig so auf Raids oder sowas. Oder mit anderen Leuten zusammen. Nicht, dass ich andere Leute nicht mag, um Himmels Willen. Aber ich habe einfach zu wenig Zeit in Kombination mit anderen. Ich kann das halt echt schlecht planen. Wo ist denn der hin? Wo muss ich denn da hin? Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen, oder was? Senator Bark, der ist unten, oder? Wo ist der denn? Hallo, sag mir doch mal, wo ich hin muss. Okay, ich geh nochmal hier unten. Nee. Geh ich mal eben unten gucken, ob da was war. Der steht doch da nicht mehr, oder? Zu dir muss ich nicht, ne? Nö. Nö. Okay, verschallert. Hi, Schitzi. Oben im Bild, das ist, was quasi ganz oben links neben der Kamera ist, quasi da. Wenn du das meinst, das ist einfach nur das Logo von dem Spiel. Das ist von The Old Republic. Willkommen. Ist so ein Logo. Bitte wählen Sie eine verfügbare. Ich weiß nicht, ich neige dazu, ich wünsche Ihnen einen sicheren, solche Sachen einfach mal einzublenden. Andere Leute bauen lustige Overlays zusammen und ich bin zu faul und mache einfach immer nur so ein Icon passend zum Spiel. Der war langsam hier. Zurück braucht er länger als hinten. Vielleicht liegt das an meiner tiefen Kapuze. Kann ich nicht mehr so gut gucken. Guck mal, als Jedi darfst du über dem Fuß voll fliegen. Oder vielleicht dürfen Taxis das. Das kann natürlich auch sein. Okay. So, wo wollte ich denn hin? Zack, gehen wir doch einfach mal die Hauptquest ab. Hmm.
da läuft man auch unglaublich viel wieder. Aber hey, die haben ja voll einen riesigen roten Teppich, ne? Das ist schon sehr gigantisch. Dina, das, also gefühlt hat sich hier einiges getan, weil die Dina fragt gerade, das ist schon ganz schön lange her und sie wollte wissen, ob sich irgendwas getan hat. Das weiß ich nicht. Also bei mir ist das ähnlich lange her, dass ich es gespielt habe. Das war alles, Minister. Ihr könnt gehen. Captain Winburn hat sich bei mir gemeldet. Ihr habt einen Angriff vereitelt, der Tausende das Leben gekostet hätte. Leider seid ihr auch im Besitz einer Holo-Aufzeichnung, die besser vernichtet wird. Der Inhalt würde nur Schaden anrichten. Hat euer Sicherheitschef die große Überraschung verraten? Die Händlergilde der Migranten hat mich gewarnt. Sie umschmeicheln mich immer noch, als ob wir noch in Verhandlungen stünden, was niemals der Fall war. Mein Konkurrent bei der Wahl war ein widerwärtiger Kerl. Faul, dumm und korrupt. Er hatte kein Interesse am Aufbau, nur an Credits. Ich musste gewinnen. Aber ich war nicht so begütert wie er. Als diese Verbrecher an mich herantraten, nahm ich ihre Spende an. Und ich würde es wieder tun. Puh, moralisch natürlich echt schwierig, ne? Also... Oder ist sie einfach nur eine Politikerin und versucht irgendwas, versucht das so über eine, ja, mich jetzt auf ihre Seite zu ziehen? Blabert die mich? Ich keine Ahnung, ne? Ich versuche die mal hinzuhalten. Das Volk wählt seine Anführer per Abstimmung. Was für einen Unterschied hat es gemacht, wie viele Credits ihr habt? Seid nicht naiv. Wohlstand kann Einfluss erkaufen. Und Einfluss ändert die Meinung der Wähler. Mein Konkurrent wusste das nur zu gut. Ich habe Credits von diesen Verbrechern genommen, um Coruscant für das Volk wieder aufzubauen. Ich werde die Händlergilde der Migranten zur Rechenschaft ziehen. Ihr habt das in der Hand, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Lasst mich den Wiederaufbau dieser Welt zu Ende bringen. Bitte zerstört diese Aufnahme. Das ist natürlich schwierig. Ich würde die einfach vielleicht behalten. Also, so als Druckmittel. Aber auf der anderen Seite, ne, also ich kann ja jetzt entscheiden, das Ding zu zerstören oder nicht. Und, ja, aber die Wahrheit... Ja, ich glaube, die Wahrheit sollte ans Licht kommen. Wenn ihr das Volk von Coruscant wirklich liebt, werdet ihr zugeben, was ihr getan habt. Lasst die Leute selbst entscheiden, ob sie euch vergeben oder nicht. Ihr meint, ich wäre unehrlich? Ich bin einfach nur Realist. Aber mit euch zu diskutieren bringt ja nichts. Ich werde euch nicht zwingen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich werde ein Notfalltreffen des Senats einberufen. Sagt ihnen die Wahrheit, lasst sie entscheiden. Ja. Das ist gut. Coruscant wird wieder aufgebaut, ob mit oder ohne euch. Ich werde dabei helfen, zu beenden, was ihr begonnen habt. Ja. Vielleicht solltet ihr kandidieren. Könnte auch sein. Nein. Ich werde dafür sorgen, dass euer Heldenmut am alten galaktischen Markt gebührend gefeiert wird. Lebt wohl. Ja, ich glaube, das ist... Jedi als Senatoren ist, glaube ich, echt ungeschickt. Also, das macht nicht so viel Sinn, denke ich. Huh, was passiert? Einfluss? Dina hat's durchgespielt. Wow, nicht schlecht. Hast du das bei alten Charakteren durchgespielt? Also, es gibt ja diese vier Gruppen, glaube ich, und so.
Oder hast du gesagt, hey, 90% der Story ist gleich bis auf die einzelnen Geschichten und dementsprechend spiele ich es nur einmal? Das fände ich ganz spannend. Boah, da muss ich ganz schön weit laufen, bis ich zu dem Senator komme. Aber da können wir ja mal. Nein, falsche Taste. Und weiter. Ich glaube, ich muss mir gleich mal irgendwann ein neues Lichtschwert bauen. Das sieht voll hässlich aus. Also, nur weil es schön ist. Also, oh, warte. Habe ich das schon angeklickt? Ich sollte mal mehr von diesen Punkten finden. Du hast eine Aufgabe für mich. Wer von euch denn? Du? Naya Nam Ramkam. Kala Amkam Mani Mani. Lidik Bak. Da läuft er durch die Wand. Das war nicht gerade ein subtiler Versuch, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Komm, wir fragen mal, welche Motivation der junge Mann da hat. Was soll ich jetzt dagegen tun? Oh, oh, boah, das ist so ein korrupter Haufen, ne? Echt. Die Politiker, voll der korrupten Krams. Na gut. Das Schlimme ist ja, also ich würde das ja lieber als Roleplay machen, so ganz klassisch. Und da würde sich überhaupt nicht ziehen, hier durch die Hallen zu rennen, wie ich das gerade mache. Ne? Das ist ja altehrwürdiges Gebäude. Halt, muss ich denn hin? Warte. Mal eben gucken. Ich habe mich irgendwie verlaufen, fürchte ich. Ah, nee, doch nicht. So. Was ist denn das? Schnellreise. Schnellreiseterminals. Kann ich schneller hin? Okay. Super. Kann ich Schnellreise. Wo war ich? Ach ja. Wenn ich jetzt hier nicht rennen würde, sondern ganz normal laufen. Die Gebäude sind so unglaublich groß. Wobei, das sieht schon cool aus, ey. Boah. Ist schon nicht schlecht. Da würde man sich ja totlaufen. Also wird ja ewig dauern, bis man da angekommen ist. Nochmal eben schnell auf die Karte gucken, wo ich denn hin muss. Da rein. Na gut. Boah. Deswegen jogge ich hier mal durch die Gegend. Ich hoffe, ihr nehmt das nicht übel. Darum. So. Okay. So, Senator. Warum wollte ich mit dir nochmal sprechen? Tretet ein. Ich bin Senator Bark. Herimus sagte mir, er habe jemanden gefunden, der uns behilflich sein kann. Ich nehme an, dieser tapfere Bürger seid ihr. Sagt mir, habt ihr meine Lieferung von der Händlergilde der Migranten zurückgeholt? Diese Chips sind wirklich wertvoll.
Dann fragen wir ihn doch mal, wofür diese Lieferung ist. Vielleicht weiß er ja nicht, dass wir schon was wissen. Was habt ihr mit diesen Chips vor? Ich versichere euch, meine Absichten dienen dem Wohl der Republik. Unabhängig davon, was der Captain euch erzählt hat. Gesetze, die die Sklaverei regulieren, halten die Republik auf. Diese Chips, innovativ, arbeitserleichternd und einfach im Einsatz, können demonstrieren, wieso es Zeit für eine Veränderung ist. Auf gar keinen Fall. Also, du willst also die Sklaverei wieder einführen. Nix hier. Wir müssen uns aber an die geltenden Gesetze halten. Der Fortschritt erfordert oftmals das Opfern veralteter Ideale. Die Sklaverei war einst eine akzeptierte Praxis in der Republik. Es gibt sie noch heute äußerst erfolgreich auf vielen Outer Rim-Welten. Das Sith-Imperium nutzt Sklavenarbeit in großem Umfang, was nur einer von vielen Faktoren ist, die dem Imperium einen militärischen und wirtschaftlichen Vorteil einbringen. Jetzt mal sorry, aber du bist doch völlig bekloppt. Du erzählst einem Jedi, dass, weil die Sith das machen, dass das gut wäre? Du hast sie doch nicht. Die Rechnung geht leider nicht auf. Genau. Ich habe keine Zeit für eine philosophische Debatte. Könnte ich jetzt wohl meine Chips haben, bitte? Auf gar keinen Fall. Diese Chips sollten vernichtet werden. Ihr verklemmter Moralist. Es sind Leute wie ihr, die die Republik lähmen. Du hast sie doch nicht mehr alle. Du hast sie sowas von nicht mehr alle. Also, sorry. Morale und Prinzipien. Also, ich persönlich find das ja auch ziemlich blöde. Ne? Hier so zu sagen, Sklaverei ist gut. Und dann, wenn man dann noch einen Jedi hat, ne? Also, und dann dem Jedi erzählt, Weiße, mach mal hier. Sorry. Geht gar nicht. Schon echt dumm. Okay. Wo ist denn der Captain? Wo finde ich den denn? Wo ist er denn? Wo ist der? Na gut, vielleicht finde ich den irgendwo in der Nähe. Hier ist er auf jeden Fall nicht. Dann können wir noch eine Runde zurück. Ups, hab ich fast vor die Wand. Oh. Ah, die Dina schreibt gerade. Sie hat das halt nur mit einem Schurken durchgespielt. Und das auch größtenteils alleine. In einer Gruppe ist es ihr zu wuselig, aber sie wird gern nochmal die dunkle Seite probieren. Dina kann ich sehr gut nachvollziehen. So Gruppe ist immer schwierig, wenn du mit mehr als einer Person spielst, finde ich. Manche Sachen gehen, wenn du nur zu zweit bist, dann kann man sich noch ganz gut zusammentun. Aber wenn du mit mehreren bist und das so koordinieren musst, habe ich gerade, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich da auch wenig Zeit für habe, das zu tun. Kann ich ganz kurz nachvollziehen. Auf der anderen Seite, also bisher hat mich noch nicht die dunkle Seite gereizt, muss ich gestehen. Also ich habe es mal grob ausprobiert. Ne, also so ein Sith. Fand ich richtig krass. Also das ist mir sowas von fremd, diesen ganzen harten Kram, den die da so machen. Ne? Und diese Machtgeilheit, die ja dazugehört, ne? Das ja einfach vom Konzept her bei denen so angelegt ist. Das widerstrebt mir so nah. Also, das ist. Also, das widerstrebt mir sehr. Und da fühle ich mich nicht wohl. Also, und wenn ich mich nicht wohlfühle, das ist ein Spiel, das soll mir Spaß machen. Und nee. Nö, dafür nicht. So, verdammt, ich habe den Agenten übersehen. Ich habe gedacht, der wäre. Dann schaue ich mal besser, bevor ich hier jetzt wieder wegrenne.
So. Hallo, wo ist der Agent denn? Ach, da. Oh, Linda, mach mal Augen auf, wenn du spielst. Peinlich. Aber wenn ihr selber so Let's Plays macht oder sowas oder Sachen spielt mit anderen oder euch die Sachen anguckt, dann wird euch wahrscheinlich auch häufiger auffallen, dass die Leute, die gerade spielen, solche Sachen übersehen und völlig verschallert sind. Das passiert halt schon mal, ne? Wenn man so mehrere Sachen gleichzeitig macht. Und ja, ist dann ungeschickt. So. Geht bestimmt hier rum und so. Ja, es könnte, glaube ich, richtig sein. Ja. Wer baut denn solche Gebäude? Also, ne, hier so denkst du, wow, voll der super Tordurchgang. Und dann ist hier so ein Mini-Tor. Ups, okay. So. Hier ist nix, hier ist nix. Da ist der. Ich habe eure Dateien, aber dem Dieb ist es gelungen, eine entschlüsselte Kopie an die Schwarze Sonne zu übermitteln. Grant, startet ein Diagnoseprogramm. Findet heraus, was in diesen Dateien war. Ihr habt die gestohlene Militärhardware gefunden. Gut, wir brauchen sie. Während ihr fort wart, ist Dr. Tarnes entführt worden. Oh. Na gut, dann gucken wir mal, wer... Wer ist dafür verantwortlich? Keine Ahnung. Aber sie sind gut organisiert und gefährlich. Ein Sicherheitsteam unter Kiras Führung hat die Verfolgung aufgenommen. Doch die Entführer haben sich getrennt. Moment, ich empfange ein Signal. Agent Garland, ich habe die Kerle festgenagelt, aber sie wollen nicht aufgeben. Tja, dann würde ich sagen, geben wir mal Gas. Noch in Schach halten kann. Sie steckt in der Klemme. Sie braucht Verstärkung. Sagt mir, wo ich sie finden kann. Genau. Kiras Notruf kam vom Raumhafen. Die Entführer versuchen vielleicht, den Doktor von hier wegzubringen. Ihr müsst die Entführer aufhalten, ehe sie mit Dr. Tarnes entkommen. Beeilt euch! Okay. Das ja... Also, ich mach das total gerne. Ich rette die gerne ganz schnell und ich gebe mir Gas, aber boah, das ist natürlich ärgerlich, wenn du jetzt hier so einen Gegenstand kriegst, dann muss er erst Aufstieg des Huttenkartells. Ich glaube, das muss man kaufen, ne? Naja, okay. Ui, Stufenaufstieg. Das ging aber schnell. Plonk. Da muss ich mich mal beeilen, ja? Oh, nee. Eigentlich. Können wir ja mal wieder gucken, dass wir sie. Dass wir die Kira finden. Aufpassen, nicht verlaufen hier. So. Wir müssen Kira dann retten. Machen wir uns mal auf den Weg, sie zu finden. Das könnte funktionieren. Vielleicht treffe ich zwischendurch auch irgendwo den Captain, damit wir den Senator. Huch! Wird mal einfach so umgerannt. Okay. Dann flitzen wir mal rum. Und die nächsten 500 Millionen Kilometer zu laufen. Lebensfest. Machen die so einen Ersatzweihnachten hier? So, gucken wir. Aha. Da geht's weiter.
Hör dem Geld nach. Okay. Ja, nee, komm, die gebe ich eben schnell ab, sonst verchecke ich das. Und dann geht's zum Raumhafen. Die Kira ist ja ein... Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Herausragender Padawan. Wie kriege ich das hin? So. Außerdem muss der korrupte Senator gestellt werden, finde ich. Ist sehr, sehr wichtig, dass wir das tun. Wir so als super rechtschaffende Jedis, wir sollten da aufpassen. Schnell angekommen und raus hier. Und dann Schmor. Sieht auch kein Tisch. Oh, der ist ja süß. Der ist ja cool. T7, ich gehe dir nicht fremd. Du bist auch ein Cooler. Oh. Ich mag dich auch. Nicht böse sein, ja? Adidina schreibt gerade, dass sie das bei den Cis auch befürchtet, dass das so heftig ist. Ja, das kann ich mir echt gut... Ey, was bist du denn hier für einer? Mit so einem Riesenschiff hier durchgerauscht. Ja, kann ich echt gut nachvollziehen, aber ich weiß nicht, wie die anderen Charaktere, also es gibt ja genauso wie es hier bei der hellen Seite ja hier die Ritter und Botschafter gibt, wird es ja ähnliche Klassen geben, auch auf der dunklen Seite und bei der hellen Seite ist ja da noch zusätzlich Soldat und Schmuggler und ihre Untergruppen und sowas wird es ja sicherlich auch geben da. Aber lasst uns zunächst einmal den Captain vom Senator berichten. Sieh mal einer an, was das Wampa apportiert hat. Ich hatte langsam Sorge, ob wir uns nochmal wiedersehen würden. Ich hau dir eins auf die Nase. Habt ihr die Lieferung Sklavenhalsband-Chips bekommen? Nehmt diese Chips und vernichtet sie, Captain. Oh, das werde ich. Senator Bark wird enttäuscht sein. Aber Gesetz ist Gesetz. Selbst für Senatoren. Ich weiß, er hat wahrscheinlich mehr geboten. Aber ich kann zumindest den Standardsatz für eure Dienste zahlen. Ja, dann sagen wir einfach mal Danke, weil du so ein arrogantes Arsch bist. Ihr habt euch diese Credits redlich verdient. Alter. Ich muss viel Datenkram erledigen. Der Senator darf keinen Fehler im Umgang damit finden können. Aber seid euch meines Dankes gewiss. Was ist denn das? Requiriertes Paket des Züchtigers. Okay, warte, ich stelle mich mal eben an die Seite hier und dann schaue ich mal eben da rein. Was ist denn das? Zack, weg. Warte. Geh mal eben in den Charaktereditor gucken. Ah. Man kann solche Zusatzdinger... Oh, das ist natürlich cool. Cool. Okay. Anwenden. Was anwenden? Okay. Ach, warte, ich habe doch noch hier im Inventory habe ich doch neue Handschuhe gekriegt. Die sind natürlich gut, aber die würde ich auch verkaufen. Auch wenn das Lichtschwert besser ist, aber da brauchst du diese Huttenkartell-Sache für. Das war blöd. Was ist das denn? ID-Chip. Das kriegst du dann direkt mal geschenkt. Das freust du dich ja darüber und dann kannst du direkt mal einen Schrott verkaufen. Ich bin ja nett und lass dich arbeiten. So, in der Zwischenzeit... Ne, warte, da will ich nicht hin.
Wow. Ah, hier rennen ja Menschen rum und Viecher. Ist ja unglaublich. Richtig krass. Okay, und dann setzen wir uns mal gleich in den Flieger. Galaktischer Markt und den Abflugpunkt. Wow, und Geld verdient. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Okay, fliegen wir dahin wieder zurück. Dann schauen wir mal, wo es denn hingeht. Oh, nein. So, fliegen wir zurück. Wir haben das schon mal abgearbeitet. Und gucken, dass wir Kira befreien. Wow! Okay, dann eilen wir los. Und eigentlich davor fest und schnell hier durch und dann einmal rüber. Den Ort habe ich mir schon gemerkt, denke ich. Oh, auch ein cooles Reittier. Boah, ich glaube, die haben richtig was an neuen Sachen hinzugelegt. Und zusätzlich. Da. Na gut. Warte mal, gibt es hier so einen Punkt? Den habe ich doch bestimmt gefunden. So, Ebene 2. Fremder Tourist. Ach, süß. Das ist ja cool. Ah, ich bin Tourist. Ich bin nicht von hier. Ich bin hier fremd. Also die meisten Touristen sind ja fremd, ne? Deswegen. Oh, nochmal eben schnell gucken, bevor ich. Wenn ich zwischendurch so in den Chat kommt, ne, guck, dann laufe ich so echt lustig durch die Gegend. Aber ich muss hier hoch. Sind hier so viele Touristen, weil hier lebensfest ist? Also, vielleicht sind die echt neu. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt schon, da so viele sind. Keine Ahnung. Oh, ich glaube, ich kriege mein Raumschiff. Noch rechtzeitig. Die Leute hier haben Mut, aber wir sind geringfügig in der Minderheit. Da sind mehr als ein paar schießwütige Kerle auf dieser Startrampe. Die Entführer drohen damit, Dr. Tarnis zu töten, aber sie könnten bluffen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie ihn überhaupt haben. Komm, wir probieren es erstmal mit. Sind Sie eventuell bereit zu kapitulieren? Ich habe versucht, mit dem Anführer zu verhandeln. Er hat auf mich geschossen. Äußerst unhöflich. Ja. Also, wie gehen wir vor? Die Sicherheit des Doktors hat Priorität. Ich kann es nicht riskieren, dass Sie Tarnis töten. Wir machen es auf die harte Tour. Dann solltet ihr nicht allein gehen. Ich habe mir einen Tarnfeldgenerator aus Agent Galens Büro geborgt. Er macht mich praktisch unsichtbar. Ich schleiche mich zuerst rein und wenn ihr angreift, überrasche ich ein paar von denen. Was meint ihr?
Das kommt mir sehr gelegen. Klasse. Jetzt seht ihr mich? Jetzt nicht mehr. Ich nehme meine Position ein und warte auf euer Signal. Lasst uns den Doktor retten. Okay, dann gucken wir, dass wir den fallen. Das wird jetzt, glaube ich, echt böser. Oh Gott. So, wo ist der? Ich kann eben schon mal auf die Karte gucken. Da in der Ecke. Ja gut, dann werden wir... Oh, das wird garantiert auch wieder so eine Metzelnummer, ne? Bring die alle um. Töte so und so viel von der schwarzen Sonne. Ich versuche das mal ohne. Ne? Also möglichst wenig. Oh oh. Boah, die ist schon cool. Oh nein! Hast du sie getroffen? Ich hoffe nicht. Geht's ihr gut? Ja, dir geht's gut. Die liegt da nur rum. Okay. Tja, mein Freund, du bist jetzt dran. Der Scheck, ne? Deswegen bist du als Erster. Erstmal eben gucken, kann ich was tun? Wir brauchen Antworten. Und ich sehe den Kerl, der sie uns geben kann. Bereit? Ja, steht doch wieder auf. So, Zeer. Ah, Jedi Abschaum. Eines Tages kriege ich euch. Er hat meinen Tarnfeldgenerator zerstört. Naja, es hat jedenfalls Spaß gemacht, solange es gedauert hat. Ist Teamarbeit nicht toll? Ja. Komm, das ihr habt euch wie ein wahrer Jedi benommen, Kira. Moment, davon brauche ich ein Holo. Das will ich Meisterin Kiwix vorspielen. Kein Zeichen von Dr. Tarnis. Das gibt der Sache irgendwie einen Dämpfer. Wir waren die Köder. Jetzt werdet ihr euren kleinen Doktor nie wiedersehen. Ach, wirklich? Ach, sagst du so. Gebt mir eine Minute mit diesem Kerl. Ich bring ihn zum Reden. Nein, nein, nein. Ich bin hier der Jedi. Ich stelle die Fragen. Nur zu. Ihr erfahrt gar nichts. Ha, bist du dir sicher? Der Boss würde mich töten, wenn ich rede. Sagt uns, wo Dr. Tarnis ist. Wir sorgen dafür, dass euch niemand etwas anhaben kann. Ihr könnt ja noch nicht mal eure eigenen Leute beschützen. Ich werde gar nichts sagen. Die Sache ist die, er muss gar nicht reden. Nicht, wenn ich einfach seine Gedanken lese. Was? Aufhören! Raus aus meinem Kopf! Raus! Der Doktor ist im Hauptquartier der Schwarzen Sonne. Sala hat ihn. Lasst mich in Ruhe. Billige Schurken glauben einfach alles. Ich kann keine Gedanken lesen, Blödmann. Ihr habt mich ausgetrickst. Ja, boah, die ist cool. Clever, Kira. Sehr clever. Die Schwarze Sonne ist ein wichtiges Verbrechersyndikat. Was auch immer sie von Tarnis wollen, wir retten ihn besser schnell. Ich werde mit meinem Sicherheitsbeauftragten hier aufräumen. Agent Galen wird einen Bericht wollen. Gut, dann machen wir das. Schade, ich habe gedacht, ich kriege ein Raumschiff oder so. Dann müssen wir wieder zum Agenten zurück. Ah, ich kann die Schnellreise benutzen. Immer noch an derselben Stelle. Und was das mit den Touristen ist, Dina, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also man kann die auch nicht ansprechen. Ich habe das eben mal versucht.
aber irgendwie geht es nicht. Ich vermute, das ist so eine Weihnachtsattraktion oder wie das hier heißt, Lebensfest. Attraktion. Okay. Aber, ich quatsche jetzt nochmal. Dr. Tarnes ist gerade die geringste unserer Sorgen, General. Die gestohlenen Daten enthielten nicht nur Details über den Planetenfänger, sondern über jeden Waffenprototypen und jede Forschungsanlage. Unsere mächtigsten experimentellen Waffen. Und die schwarze Sonne hat nun Zugang dazu. Wie konnte das geschehen? Was erhofft sich die schwarze Sonne von all dem? Sie könnten ein Vermögen damit machen, unsere Geheimnisse an unsere Feinde zu verkaufen. Wir müssen schnell handeln, um diese anderen Waffen zu sichern. Wo sind sie? In 3 Forschungsanlagen. Minimale Verteidigung, damit sie nicht auffallen. Sie sind verwundbar. Meisterin Kiwix und ich werden uns aufteilen und 2 beschützen. Und ich übernehme die 3. Der spannende Teil liegt bei dir. Dr. Tarnes retten und die kopierten Dateien von der schwarzen Sonne zurückholen. Na wir gut. Wir sind zum Abendessen wieder hier. Kira wird ebenfalls hier bleiben. Ist die arrogant geworden. Wenn Agent Galen aufgebrochen ist, werden ihre Computerkenntnisse benötigt. Sie kann sehr impulsiv sein, aber gib ihr eine Chance. Ihr werdet ein gutes Team bilden. Ja, das haben wir schon bereits. Sie übertreibt es hin und wieder, aber ich mag sie. Teilt euer Wissen mit ihr. Euer Beispiel wird ihr von Nutzen sein. Wir sollten aufbrechen. Möge die Macht mit uns allen sein. Ich bringe euch zu euren Schiffen, meine Freunde. Ja gut. Dann machen wir das jetzt. Ehe ich aufbreche, stelle ich euch all meine Ressourcen zur Verfügung. Im Gebiet der Schwarzen Sonne ist eine taktische Sondereinheit im Einsatz. Erfahrene Sicherheitsoffiziere, die diese Kriminellen schon seit Monaten bekämpfen. Fliegt zu diesen Koordinaten. Redet mit Sergeant Nidalio. Er kann euch helfen, Dr. Tarnes zu retten und die kopierten Dateien zurückzubekommen. Kommt jetzt immer sehr nett zu dem, ne? Also wenn der uns das schon anbietet. Das war mir eine große Hilfe. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre, mit euch zu arbeiten. Unterschätzt die schwarze Sonne nicht. Töten ist eins ihrer Hobbys. Und sie sind gut darin. Kira ist auf dem Weg. Ich verschaffe ihr direkten Zugang zu unserem Sicherheitsnetzwerk, bevor ich aufbreche. Viel Glück. Oh, die Charlotta mag gute Filme. Das ist ja sehr lustig. Nee, ist gar nicht Charlotta. Entschuldigung, Charlotta. Dina, Entschuldigung. Habe ich falsch geguckt hier. Sie hat irgendwie mag gute Filme. Sie schreibt halt, dass das mit dem Unsichtbar-Ding passt zu dem Beerik der Wikinger. Mit dem, ihr seid unsichtbar und ihr seht mich und ihr seht mich jetzt nicht. Ja, es stimmt. Aber im Gegensatz zu Erik der Wikinger hat das hier funktioniert. Ne? Also zumindest zeitweise. Okay, ich nehme nochmal eben das an und mach mal eben eine kurze Pause. Das ich muss mal eben kurz den Kaffee wegbringen. Ne? Dauert nicht so lange. Bis gleich. Ciao.